Und damit herzlich willkommen zurück zu Defense Grid 2. Die Oberflächenspannung erwartet uns. Die Aliens haben Zugang zu dieser Hafenstadt über eine Unterwasserrampe. Dieser Zugangstunnel ist die Hauptversorgungsader für die Leute hier. Also ist die Rückeroberung wichtig für die Befreiung von ganz Majin. Ein großer Platz mit vielen Turmbauplätzen steht zwischen den Aliens und den Kernhalterungen. Es gibt möglicherweise zusätzliche Verteidigung direkt unter der Oberfläche. Na dann. Probieren wir es aus. Ja, ganz unten der Turm hatte was. Naja. Das Instas... Obwohl, bevor war... So, nämlich die Tesla-Tiefenauflader. Diese enttarnende Ladung deckt alle getarnten Aliens auf, die von dem Energiefeld getroffen werden. Wurden und richten 20% zusätzlichen Schaden an. Cool. Na dann. Jetzt aber. Einmal übersetzen bitte, Dankeschön. Das interstellare Schiff ist angekommen. Es ist vollgestopft mit Herzen. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es geradewegs und mit aller Macht unser Hauptquartier angreifen würde. Stattdessen fliegt es von Kampf zu Kampf und agiert als zusätzliche Verteidigung. Keiner meiner Pläne hat dies in Betracht gezogen und jetzt sind meine Streitkräfte völlig falsch verteilt. Dieses verdammte Schiff verunreinigt das Nichts und wir verlieren Planet um Planet. Ich vermute, dass die Abscheulichkeit dieses Vorgehen lenkt. Ich brauche nicht in das Nichts einzutauchen, um zu wissen, dass ich meine Taktik an vielen Fronten neu überdenken muss. Also die Story, die ist echt... Das muss von den Aliens sein, das, was hier steht. Weil wir erobern ja gerade Planet von Planet zurück. Zakara, denkst du, Fletcher hat eine Spur gefunden? Was für eine Spur? Lollys Resonanzen, fokussierte Übertragung, diese ganze Schumann-Geschichte. Ich weiß, wie das klang, aber... Ich denke, er war verzweifelt und wollte unbedingt eine Antwort auf unsere Fragen finden. Egal, ob es Sinn ergab oder nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich würde ihn dennoch gern selbst danach fragen. Ich hätte es tun sollen als... Machen wir uns bereit, Commander. Die Aliens sind jeden Moment hier. Boosttürme können alles, nur außer Kekse backen. Zum Beispiel Aliens den Weg abschneiden und denen auf ihnen stehenden Türmen besondere Fähigkeiten geben. Du hast schon verstanden. Außer Kekse, war cool. Ja gut. So, und hier vorne machen wir mal... Beschleunigen mal. Oder kommt Inferno-Türme einfach hin? Die brennen einfach alles nieder. Und ein bisschen Geld am Anfang, Dankeschön. Ich muss jetzt überlegen, was könnte ich. Machen wir hier mal einen Laserturm hin. Auf jeden Fall wird das Schlachtfeld noch erweitert, das sieht man. Es bleibt nicht so klein. Tesla hier hin. Tesla da hin. Und dann hier vielleicht einen Temporalturm. Der mit den Upgrades dann halt eben. Naja, mehr Reichweite hat. Also allzu verlangsamen ist er. Ja. Sollte doch in unserem Interesse liegen. Warum nicht die Raketentürmen? Ich bin hier. Wo ist hier? Gute Frage. Beschreibe, wie es da ist. So wie vorher. Aber ich fühle mich so, als ob ich schwebe. Wenn du nicht in einem Computer bist, wo bist du dann? Vielleicht in einem Alien-Computer. Ich kann spüren, wie jemand mich durchkämmt, als ob sie nach etwas suchen. Wir finden dich, Fletcher. Halte durch. Ja. Schmeiß mir doch mal ein paar Stungsdinger hier hin. Sollte doch rüber gut funktionieren. Und ich mach hier mal. Kann nur ein Türmchen hin. Sollte so gut sein. Wird schon schief gehen. Mehr als schief gehen kann's nicht. Und hier schmeiße ich Raketen rauf. Zumindest die Hälfte. Circa. Dankeschön fürs Geld. Ach du da unten. Ah, der scheiß Spawner, ey. Und die sind dann Meteore, die restlichen. Ah, und Schilder. Alles klar. Ah.
Warum? Warum müsst ihr mir das antun? Naja. Muss ich mitleben. So. Kannst du trotzdem jetzt mal ausgebaut werden, dass du jetzt die höhere Reichweite hast. Du wirst... Ein Tesla drum. Für die Schilder. Hier da ab und zu mal durchkommen. Und ab und zu. Gott, was kommt hier denn alles durch? Heilige Scheiße. Ist noch nicht aufgeladen. Meine Erinnerung nach allem durchsucht, was mit der Schumann-Resonanz zu tun hat. Habe ich auch. Um ehrlich zu sein, ich habe nichts anderes getan. Ich denke, wir stimmen alle zu, dass Fletcher vielleicht recht hatte. Aber jedes Mal, wenn ich mich fast erinnere, ist es einfach weg. Nada. Null. Fletcher, kannst du uns hören? Was denkst du? Fletcher! Verdammt! Fletcher tut mir schon irgendwie leid. Ich komme jetzt echt einfach aus dem Wasser, alles klar. Verstärken, verstärken, verstärken. Die können auch mal ruhig hier verstärkt werden. Aber der kommt jetzt. Ah, der ist jetzt verloren, oder? Ja, naja. Einer darf noch verloren gehen. Ist in Ordnung. Wird uns schon nicht umbringen. Ne, sind drei. Oh Gott. Sind mehr gewesen, als ich dachte. Naja. Drei werden uns schon nicht umbringen. Hust, hust. Mehr jetzt hier vorspulen und upgraden kann ich jetzt gerade eh nichts machen. Obwohl ich hier... Ich könnte mal Kanontürme jetzt hinschmeißen. Oh Gott, sowas. Der Kern ist wieder da, wo er hingehört. Naja. Damit muss ich leben. Die werden schon nicht so weit durchkommen, hoffentlich. Mann, ich liebe das Geräusch von Kanonen. Oh, und die Zerstörung, die sie anrichten, auch. So, der Kern ist auf dem richtigen Weg. Viel besser. Okay, damit ist ein Kern vorübergehend sicher. Jetzt geht's mir etwas besser. Ah, ja, okay. Passt alles. Sehr schön. Alles klar. Saubere Arbeit, Commander. Fletcher, bist du noch da draußen irgendwo? Vielleicht haben wir ihn endgültig verloren. Ich bin zurückgekommen. Das meiste von ihr zumindest. Aber du warst nicht so lange fort, Kai. Irgendetwas ist dieses Mal anders bei Fletcher. Was denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Aber wenn irgendjemand sowas überleben kann, dann Fletcher. Nicht wahr, Commander? Naja, Fletcher war halt eben mit der Schumann-Resonanz und den Himbeerlollis da irgendwie am nächsten dran. Aber okay, dann war das die Oberflächenspannung. Dann sehen wir uns zur nächsten Mission dabei, das zu Flucht wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis dahin. Cheerio.